Hallo, Erik von Ewigkeit grüßt euch. Und wir hören im Hintergrund die Kirchenglocken. Diese eine Kirchenglocke, die läutet, wenn jemand zur Beerdigung gebracht wird. Das ist jetzt gerade der Fall. Und man kann sagen, solche Glocken sind eigentlich sehr traurig, sind sie auch. Ich finde sie aber durchaus auch ganz gut. Morgens um 9 Uhr läuten diese Glocken bei uns in Dissen, um daran zu erinnern, dass eine Beerdigung ansteht. Und es gibt einen Vers, der heißt, Herr, lehre mich bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wow, eigentlich ist das total traurig, daran zu denken, dass wir sterben müssen, aber da ist sehr viel dran. Wir werden klug, wenn wir mitten am Tag herausgeholt werden aus dem, was wir gerade tun, was uns beschäftigt. Um 9 Uhr morgens, Moment, wir sind sterblich, das ist gut. Man kommt zur Besinnung, man überlegt, was ist wichtig im Leben. Wem möchte ich heute etwas Gutes tun? Wem möchte ich meine Liebe zeigen? Das Denken an den Tod kann helfen, das Leben bewusst zu gestalten. Zum Beispiel auch mal kiten zu gehen. Auf jeden Fall finde ich auch diese Glocken gut, weil sie mich dann daran erinnern, ich kann auch mal beten. Ich kann an die Angehörigen denken. Ich kann an andere denken, für sie beten. Und diese Glocken sind klasse, weil sie an Ostern erinnern. Ostern, da läuten nicht nur diese eine Glocke, sondern da läuten auch die anderen Glocken, die großen Glocken. Und diese großen Glocken, sie erzählen davon, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das ist richtig gut. Mit dem Tod muss nicht alles aus sein, sondern wir haben Hoffnung auf die neue Welt Gottes. An all das erinnert es mich, wenn morgens um 9 diese Glocken läuten. Innehalten, gerade jetzt in dieser Corona-Krise-Zeit, müssen wir innehalten. Sehr schwer teilweise. Und trotzdem kann es uns helfen, dieses Innehalten auf das Wesentliche zu gucken. Und die Glocken können uns dabei daran erinnern. Herzliche Grüße von Erik @Ewigkeit.